Welchen Sinn macht das eigentlich, was ich tue? Welchen Beitrag zum großen Ganzen leiste ich, wenn ich Selbstständigen helfe, ihre Online-Kurse zu entwickeln? Ach, diese sehr fundamentalen Fragen haben mich bewegt während meiner fast zweijährigen Auszeit vom Business. Und ja, in dieser Folge möchte ich dich mitnehmen nochmal zu meiner persönlichen Neuklärung meines Warums. Ich denke, dass dich das auch inspirieren kann, über dein Warum nochmal vertiefend nachzudenken, und vielleicht motiviert dich das ja auch nochmal auf einer tieferen Ebene, dich mit deinem Online-Kurs nochmal neu zu befassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Ich bin Marit Alke und freue mich sehr, dass du wieder reinhörst. Dies ist der zweite Podcast nach dem Neustart. Ich hatte ihn eine ganze Weile pausiert und bin jetzt aber wieder da, möchte mich erstmal mit grundlegenden Fragen beschäftigen. Ja, die Frage ist, welchen Impact haben Online-Kurse? Welche Wirkung haben sie, wenn man das mal tiefer betrachtet? Denn damit habe ich mein eigenes Wirken in dieser Welt durchaus nochmal kritisch hinterfragt in der fast zweijährigen Pause, die ich jetzt gehabt habe. Ja, vielleicht fragst du dich, warum zweifelst du denn überhaupt? Und ich habe mich das natürlich auch selber gefragt. Es läuft doch eigentlich. Das stimmt. Also ich bin seit 2013 ja dabei, Online-Kursen in die Welt zu helfen, Pilotkurse auf den Markt zu bringen, habe mein Mentoring-Programm schon viele Male durchgeführt und kann sehen, dass viele meiner ehemaligen Teilnehmerinnen gute Erfolge erzielen, ihr Online-Kurs-Business am Laufen haben, oft sogar schon in Anführungsstrichen weiter sind als ich mit dem, was sie da schon erreicht haben. Und das wiederum kann ich ja auch hochrechnen, was das wieder für eine Wirkung auf deren Teilnehmer hat. Meine kostenlosen Angebote, meine kostenpflichtigen Angebote sind immer auf Resonanz gestoßen. Ich habe ja viele tolle Leute um mich rum, von denen ich mich verstanden fühle, wo ich das Gefühl habe, wir sind auf einer Wellenlänge, da passen die Werte zusammen. Also es läuft eigentlich und es läuft auch uneigentlich. Dennoch hat mich diese ja sehr fundamentale Frage beschäftigt. Ja, wie kam das? Habe ich selber mal versucht, so zu rekonstruieren. Wir sind ja im Ausland gewesen, meine Familie und ich. Also wir hatten uns ein Jahr Sabbatjahr genommen, die Kinder von der Schule befreit, meinen Mann von seiner Schule befreit und wollten reisen und haben das auch gemacht. Also bis Corona uns wieder nach Deutschland gezwungen hat, aber wir sind ja dann auch noch durch Deutschland gereist. Und das war alles schön gewesen, alles gut. Aber durch den Abstand habe ich einen anderen Blick nochmal bekommen auf ja, das Leben und die Welt, und das ist auch die Idee vom Reisen. Ja, zusätzlich ja sehr eng mit meinen beiden Teenager-Söhnen, beziehungsweise der eine ist noch nicht ganz Teenager, der andere aber mittendrin. Und da kommen so ganz grundsätzliche Fragen auch nochmal auf. Also natürlich sieht man auch, wenn man gerade in Asien ist oder ja, also vor allem in Asien, aber auch Osteuropa, Probleme, die ja wir in unserem satten Mitteleuropäer-Dasein einfach nicht so sehen, also außer vielleicht in den Medien. Auf einmal hat man es wirklich direkt vor der Nase, wie zum Beispiel eine Abwasserleitung, die direkt ins Wasser fließt, da und dann einfach schmuddeliges Wasser so 10 Meter neben der Küste ins Wasser blubbert und die Kinder völlig fassungslos sind, wie man das machen kann. Das soll wirklich kein Zeigefinger sein. Das ist einfach unsere Erlebnisse gewesen, die ja einfach deutlich gemacht haben, wo wir auf diesem Planeten stehen. Ich meine, das wissen wir alle. Und ich will das auch gar nicht weiter vertiefen. Also jedenfalls, durch diesen Abstand haben wir solche philosophischen Fragen auch gestellt. Dann haben wir, als wir in Deutschland wieder in Quarantäne waren, die ganzen Jurassic World und Jurassic Park Folgen durchgeschaut. Und da sagte mein Sohn einen ganz spannenden Satz und sagte, ja, die Welt müssen wir eigentlich nicht retten. Die rettet sich von selbst. Also dort ist die Story ja, dass die Dinosaurier sich nachher verselbstständigen, also diese von Menschen geschaffenen Wesen oder wiedererzeugten Wesen aus dem Genmaterial verbreiten sich. Und es ist ziemlich klar, dass wenn man die Dinge ihren Lauf lässt, dass die Natur sich einfach zurückerobert, was der Mensch ihnen genommen hat. Ja, wenn die Menschen dann einfach weg wären, würde sich die Welt einfach wieder regenerieren und wieder in ein neues natürliches Gleichgewicht kommen. Das war so eine Erkenntnis, glaube ich, die mein Sohn ganz schön aus den Socken gehauen hat. So, und vor dem Hintergrund solcher grundlegender Dinge frage ich mich dann, ja, was mache ich denn hier eigentlich? Also was mache ich zur Heilung der Welt? Ja, ich bringe Online-Kurse in die Welt. Ich zeige, wie man Videos dreht und wie man die vernünftig auf eine Kursplattform setzt und so weiter. Also ich habe wirklich gezweifelt an meinem Tun
bis hin zu, dass ich gedanklich durchdacht habe, was Alternativen wären, weil natürlich, das kommt hinzu, durch die Corona-Krise, aber auch insgesamt durch die stärkere Digitalisierung ist das ja auch so ein Hype geworden. Ja, da sind unfassbar viele Unklarheiten da draußen zum Thema Online-Kurse, zum Thema Online-Business, zum Thema Online-Geld verdienen. Und es wird immer eher mehr, als dass es weniger wird. Logisch, also das Thema wird immer größer und ja, ich suche da so meinen mentalen Platz da drin. Ja, und dann habe ich eine ganz schöne Erkenntnis gehabt durch eine weitere Auseinandersetzung wieder mit meinen Söhnen, dass sie sagten, ja, wenn man aus dem Mittelalter irgendwie durch Zufall jetzt in die heutige Welt kommen würde, ich glaube, ja, wir hatten diverse Zeitreisebücher gelesen, zum Beispiel die Zeitdetektive, eine sehr empfehlenswerte Serie, wo die Kinder einfach völlig frei in jede Zeit reisen können, allerdings nur zurück. Also sie reisen in die Vergangenheit. Und die Vorstellung, wenn jetzt jemand von dort hier bei uns wieder ankommt, dass er uns als totale Magier betrachten würde. Ja, egal was es ist, ob das, was ich jetzt gerade mache, dass ich in so ein silbernes Ding reinrede und am anderen Ende in ganzen deutschsprachigen Bereichen, auf der ganzen Welt, wenn da mich jemand verstehen kann, sich dieses Audio anhören können, zum Beispiel. Ja, also völlig faszinierender Gedanke, dass wir im Äußeren als Menschheit unfassbar viel bewegt haben, eigentlich so in den letzten 500 Jahren oder so. Ich bin keine Geschichtsexpertin, aber es hat sich ja einfach mega schnell ganz viel entwickelt. Und wer aus dem Mittelalter kommt, sieht uns als Magier. Das heißt, wir sind Magier. Ja, unsere Menschheit hat einfach so krass viel in die Welt gebracht und im Außen bewegt, dass die Werte da im Hintergrund nicht immer die richtigen sind. Das merken wir jetzt. Und spannend finde ich dann den Gedanken, dass unser Bewusstsein hinterherkommen muss. Also das ist dann so meine eigenen Gedanken. So tief philosophiere ich dann mit meinen Teenies nicht. Dass letztlich ja doch, dass die eigentliche Evolution, die vor der wir jetzt stehen, im Innern stattfinden wird. Okay, so jetzt habe ich den Bogen geschlagen, glaube ich. Ne? Also so sind wir von diesen sehr großen philosophischen Themen, irgendwie was die Welt und ihren Zustand und so weiter angeht, hingekommen zu diesem, okay, welchen Sinn macht eigentlich meine Arbeit? Ich sitze hier vorm Computer und mache irgendwas, ja, in der digitalen Welt, welche Wirkung hat das für die Heilung? Um dann anzukommen bei dem Gedanken, na ja, eigentlich findet die Heilung, wenn überhaupt, dann in uns statt für die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte. Okay, so, und da habe ich wieder den Anknüpfpunkt zu meinem Warum. Da ist er wieder. Das fühlte sich gut an, irgendwie wieder klar zu kriegen, ja klar, darum ging es mir ja eigentlich schon immer, Online-Kurse zu entwickeln oder entwickeln zu helfen, die auch wirklich was bewegen, also die nicht einfach nur eine Ansammlung von Lehrmaterialien sind, eine Ansammlung von Wissen, ja, das in irgendeine automatisierte Form gepackt wird, sondern ein Prozess, der bei den Menschen was bewirkt. Also das war für mich mehr sehr hilfreich, diese Gedankenschleife. Aber weiß nicht, was du dir vorstellen kannst, da hängt mehr dran, als ich jetzt hier so zusammenfasse. Also da habe ich mich schon viel mit beschäftigt. Okay, also zurück zu unserem Thema. Du willst ja vermutlich gar nicht so viel spirituelles Gedöns von mir hören und ich krieg das ja auch noch gar nicht so richtig gut in Worte gefasst. Online-Kurse können einen mächtigen Impact haben. Das habe ich mir nochmal klar gemacht und ich erinnere mich dann auch an meine Einstiegsrede auf der einen InspiCon, wo ich genau dieses Bild auch beschworen habe. Denn wenn du mal überlegst, gehen wir davon aus, ein Online-Kurs ist ein Prozess, der Menschen berührt, wo die Trainerin tatsächlich etwas in Resonanz bringt zu den Menschen, wo sie es schafft, dass die Gruppe oder auch der Einzelne, der diesen Kurs ist, Dinge anders sieht, anders bewertet, sich selbst damit anders bewertet, ein höheres Bewusstsein letztlich dafür kriegt, was ja sie bewegen kann, also die Teilnehmerin, der Teilnehmer Selbstbewusstsein bekommt, eine Selbstwirksamkeit erfährt. Also Selbstwirksamkeit ist ja das Wissen darum, dass ich mit meinem Handeln einen Unterschied mache. Also genau das, womit ich mich hier eigentlich gerade beschäftige. Okay, wenn wir davon ausgehen und dann wieder das Bild von dem Stein und dem ruhigen See sehen, dann ist das ja nicht nur die eine Person, die jetzt davon berührt wird oder die, weiß ich nicht, zum Beispiel 20 Teilnehmerinnen, die jetzt in so einem Kurs dabei sind, sondern jeder dieser Menschen berührt ja auch wieder Leute um sich rum.
Ja, so wie wir jetzt als Familie unterwegs waren und uns über solche fundamentalen Fragen Gedanken gemacht haben, stecke ich ja mit meinem Gedankengut meine Familie an. Ja, und andersrum, siehst du ja, bin ich durchaus durch die kritischen Gedanken meines Sohnes auch auf andere Gedanken gekommen. Das heißt, jeder Einzelne, der von einem Online-Kurs berührt wird, berührt wieder viele andere. Und damit ist das dann gar nicht mehr so klein und unbedeutend und ach, wir sitzen vor unseren Computern und machen hier so ein bisschen, um ein bisschen Geld zu verdienen, sondern auf einmal wird klar, wir haben echt eine ganz schöne Macht, eine ganz schöne Power mit dieser Chance, übers Internet Menschen zusammenzubringen und zu leiten und anzuführen, anzuleiten und zu führen, so wollte ich sagen, durch einen Prozess zu führen. Wow, also da wird das auf einmal schon mal besser greifbar, dass ja das, was ich tue, eben nicht einfach nur ein bisschen Geklicke am Bildschirm ist, sondern auch zur Heilung der Welt beiträgt. Ja, weil das war ja das, womit ich gehadert habe. Ja, jetzt noch kurz, um das abzuschließen, was Online-Kurse brauchen, um zu wirken. Denn damit ja mache ich ja auch nochmal klar, wofür dieser Podcast auch steht. Also damit Online-Kurse diese Wirkung entfalten können, dürfen sie eben nicht rein mechanisch gesehen werden oder rein als Strategie. Ja, das ist ja das, was ich oft in dieser Hype-Blase auch sehe, dass man sich scheinbar auf eine bestimmte Art und Weise, hält und dann bewirken Online-Kurse das und das. Ja, dann sind die Leute begeistert und dann zahlen sie viel Geld und dann habe ich damit ein Einkommen und kann von zu Hause arbeiten oder auch von unterwegs als digitale Nomaden und so weiter. Nee, sondern tiefer gedacht. Es geht nicht nur um die reine Mechanik, es geht um deinen Spirit, den du weitergibst. Und das ist etwas, das mir noch klarer geworden ist als vorher. Gute Online-Kurse wirken zwischen den Zeilen. Sie wirken, weil du als Person deine Präsenz da reingibst, ob das jetzt in deine Konserven ist, also deine Videos, deine Audios, oder ob das dadurch ist, dass du diese Gruppe, diese Einzelnen begleitest, siehst, befähigst, ermutigst, ja, und sie letztlich eben genau durch diese Haltung wieder inspirierst. Also etwas in ihnen zum Leuchten bringt, was vorher nur geglommen hat, zum Beispiel. Also das ist letztlich das, was wir erreichen können mit Online-Kursen. Das bedeutet, was es braucht, ist, dass du wirklich ein Interesse an deiner Zielgruppe hast, dass du sie liebst. Ich habe dazu auch schon mal eine Folge gemacht, also Liebe und Wertschätzung in Online-Kursen. Und das ist mir nochmal klarer geworden. Darum geht es mir, dieses zwischen den Zeilen wirken, Botschaften mitgeben, die vielleicht gar nicht direkt mit dem Thema zu tun haben. Also jeder gute Online-Kurs macht das aus meiner Erfahrung. Es geht immer bei jedem Thema, egal wie technisch und mechanisch es nach außen zu sein scheint, um Mindset, um Bewusstheit, um Klarheit, um wirken wollen als Mensch. Okay, ich schwurbel hier ganz schön. Also darum geht es mir in meiner Arbeit und ich brauchte diesen Umweg und diese tiefen Zweifel, wirklich richtig tiefgehende Zweifel, um nochmal wieder auf einem neuen Level meines Warum anzukommen. Ich habe das Warum schon früher auch so formuliert. Ich will Online-Kurse entwickeln, die eine Wirkung haben. Aber mir ist es jetzt durch diesen Abstand nochmal deutlicher geworden. Ich habe wirklich eine Verantwortung dafür, bei mir zu sein, klar zu sein, präsent zu sein, mit genau diesen Botschaften auch, damit du das wiederum für deine Teilnehmerinnen auch sein kannst. Ja, also was will ich dir mit dieser Podcast-Folge eigentlich sagen? Habe ich auch drüber nachgedacht, ist das nicht zu viel Nabelschau? Aber letztlich will ich ja inspirieren und vielleicht ist ja jetzt auch für dich ein guter Zeitpunkt, nochmal über dein Warum auf so einer tieferen Ebene nachzudenken, nachzuspüren. Bist du da noch? Warum bist du gestartet? Ist das noch da? Denn oft, also wenn du schon jemand bist, der schon länger Online-Kurse anbietet und auch mittlerweile weiterführende Angebote zum Beispiel am Markt hat, wie Memberships oder Bücher oder Präsenz-Events oder ähnliches, du kommst natürlich auch leicht in so einen Trott. Es läuft und das Geschäftsmodell funktioniert, es wird hier und da geschliffen und letztlich entfernen wir uns von unserem ursprünglichen, was wir eigentlich wollten in dieser Welt. Weiß ich nicht, ob das bei dir so ist. Ich habe das für mich so festgestellt und deswegen meine Einladung, das doch für dich auch nochmal zu machen, wenn du magst.
Und ansonsten nimmst du es einfach als über mich Folge, damit du weißt, worum es hier in diesem Podcast geht. Also nicht definitiv nicht um die Mechanik von Online-Kursen, auch wenn die natürlich hier wieder auch Thema ist, sondern letztlich um genau diese größere Wirkung, die wir damit erzielen können. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Du findest weitere Informationen, auch viel kostenloses Material aus vielen Jahren, Bloggen und Podcasten auf meiner Seite marit-alke.de. Kannst dich dort auch für meinen Newsletter eintragen, der ja sehr unregelmäßig kommt, aber wenn er kommt, hat er eigentlich immer irgendein Nugget drin, glaube ich. Ich freue mich einfach, wenn wir in Kontakt bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.